Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hi! Heute mal von wo ganz anders. Wir sind nämlich gerade am See und wir machen uns da heute einen chilligen Tag. Ich hab sogar, hier halt mal kurz. Willst du den Picknickkorb zeigen? Ja. Wir haben einen Picknickkorb. Den habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen und habe den irgendwie noch nie benutzt, aber jetzt. Genau, jetzt verwenden wir ihn und ich darf ihn tragen. Ich finde das äußerst passend. Es sollen auch 34 Grad heute werden. Also wir haben Kühlakkus da reingetan und so ein paar Snacks und was? Ja, du hast Energiebällchen. Barbara hat Energiebällchen im Thermomix gemacht. Die zeige ich euch später. Ja. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir ein bisschen entspannen können. Nicht nur die ganze Zeit am Handy hängen. Ja. Bestimmt. Ich habe sogar ein BUCH mit. Ein Analog-Handy. Komm. Okay, los geht's. Das ist so voll hier. Jo. Es ist einfach unglaublich. Wir standen noch nie in so einer Schlange, um hier reinzukommen. Mhm. Aber es ist trotzdem ganz angenehm. Also wir haben vor allem noch so einen Schattenplatz genau, bekommen. Genau, unter so einem Baum, wie ihr sehen könnt. Mein Bikini, sehr schön. Genau. Schulterfrei. Ja, ich war gerade im See, aber es war nur bedingt cool, weil es ist total algig. Du siehst absolut gar nichts. Ich habe Kaffee, das tröstet mich wenigstens etwas. Ich habe Energiebällchen gemacht, willst du? Ja, ich will Energiebällchen. Also es ist ein bisschen verwirrend, denn die sehen ja sehr nach Schokolade aus, nach so Trüffeln oder so, aber eigentlich sind da Datteln drin. Getrocknete und Nüsse gemahlene und Zimt und Pflaumen. Genau, und das ergibt halt so diese Konsistenz. Wir haben auch Nüsse. Naja, im Prinzip war es das. Oh, und Mini-Bananen. Ach, wobei die sind auch schon fast weg. Wir waren gestern Abend noch einkaufen. Ich wollte normale Bananen kaufen, die gab es nicht. Jetzt habe ich hier nur so Futzknoten gekauft. Und die sind schon weg. Ich hätte mir übrigens zwei Zeitschriften mitgenommen, die einfach seit Ewigkeiten bei uns im Schlafzimmer rumgegammelt haben, ohne dass ich reingeschaut habe. Ich glaube, die ist sogar noch von April. Ja. Aber ich habe sie beide schon durch. Und ich finde, mit so Zeitschriften ist es irgendwie so, ich weiß nicht, ich kaufe die. Früher habe ich die regelmäßiger gekauft. Und dann bin ich jedes Mal irgendwie ein bisschen enttäuscht so. Kennst du das? Ja, das sind ja bei euch in den Frontzeitschriften die Bilder drin. Ja, und ganz viel Werbung halt irgendwie und wenig Text. Und ich denke mir so, ich könnte genauso gut auf Instagram unterwegs sein und das wäre noch cooler. Aber manchmal mag ich es einfach so, eine Zeitschrift halt in den Händen zu halten. Okay, danke. Mehr möchte ich nicht. Okay. Du möchtest? Schaut mal, wie gut meine Proteinbällchen hier weggegangen sind. Leider kein Proteinbällchen. Energiebällchen, stimmt. Und ihr hättet gestern mal hören sollen, wie die sich darüber lustig gemacht haben. Wenn mich jetzt fragt, warum sie in der Hängematte im Garten liegt, während ich sie hier anschaukel, das liegt daran, dass uns der See zu voll geworden ist. Ganz Düsseldorf ist da hingekommen einfach. Und hier ist niemand außer uns. Und gleich machen wir noch was Besonderes. Wir fahren nämlich zu einer Hundezüchterin. Und stellen uns da halt so ein bisschen vor, weil die plant im Herbst, glaube ich, ihre Hündin decken zu lassen, wie man das so nennt. Naja, und dann Bienchen, Blümchen, Abracadabra, gibt's Hundewelpen. Hello, Leute! Hi! Ein neuer Tag, ein neues Outfit. wir fahren gerade zu einer Hausbesichtigung mal wieder. Deswegen habe ich mich ein bisschen schicker gemacht, auch wenn man jetzt nicht so viel sieht, aber oh, hier ist noch mein Ohrring. Ich überlege noch, ob ich den anziehe, also hast beide. Du einen? Nein. Also. Ich weiß nicht. Ich habe schon so viel Schmuck heute. Ich habe meine Uhren, mein Armband, meine zwei Ketten, dann noch die Ringe. Ringkombi Nummer 1, Ringkombi Nummer 2, John Bloom. Haben die gesehen? Genau, jetzt sind wir auch schon gleich da, nur noch 800 Meter. Genau. Wir waren tatsächlich schon hier. Ja, ich habe so eine dumme Angewohnheit.
Ich stalke die Häuser, bevor ich die Adressen offiziell kenne. Auf jeden Fall, wir sind hier schon vor 2 Tagen abends einmal hingefahren, weil ich das auf Google Maps eben schon gefunden habe. Und natürlich, ne, sind wir jetzt nicht vors Haus gegangen und haben spioniert oder so, sondern wir sind einfach hier mal entlang gefahren, um eben zu gucken, ob sich eine Besichtigung überhaupt lohnt, weil das spart am Ende auch dem Makler und den Eigentümern Zeit, wenn schon sowas total schnell ausgeschlossen von vornherein werden kann. So Leute, wir sind zurück. Puh, ich bin total verschwitzt. Es ist einfach so unglaublich warm draußen, irgendwie 34 Grad oder so. Jedenfalls, der Besichtigungstermin war eigentlich ganz cool. Das Haus hat echt eine super Lage und gefällt uns auch gut. Aber da sind halt auch so ein paar Dinge, die müssen halt einfach noch gemacht werden. Also das sind dann auch so Kostenpunkte, so Ausgaben, die kann man nicht überschauen. Und ja, wir überlegen jetzt noch und naja, mal gucken. Mal eine Nacht drüber schlafen, dann sieht das wahrscheinlich schon klarer aus. Und dann waren wir noch einkaufen, weil heute kommen Kathi und Philipp zu besuchen. Ich freue mich schon mega darauf. Und wir grillen zusammen und dafür brauchten wir natürlich Grillsachen. Und die haben wir jetzt besorgt. Ich mache gleich das Fleisch, die Marinade. Aber ich ziehe mich erstmal um, weil ich habe hier noch meine helle Hose an. Und wenn ich da irgendwie so Grill, Öl, Marinade, Zeugs drauf mache, boah, würde ich mich tot ärgern. Der Salat ist schon mal fertig und hier tropfen die Gurken ab, denn es gibt Tzatziki aus dem Thermomix und dann haben wir hier im Kühlschrank auch noch lecker mariniertes Fleisch, ja, Kräuterbutter und dann muss das Ganze nur noch auf den Grill. Wie ihr sehen könnt, Kathi und Philipp sind gerade da und sie hat auch gerade versucht zu vloggen. Oh, das ist voll die coole neue Kamera. Yes, guck mal, voll fancy. Echt, ja, unsere Kamera kriegt voll die Komplexe dagegen. Ja. Das ist super gleich. Ich hatte Lust dazu, ein bisschen aufzustocken. Ja. So, da ist jetzt Hendrik auch dabei. Oh ja, guck mal, das Bild ist auch irgendwie so heller und klarer und so. Aber das kann sein, dass es in der Bildschirmhelligkeit liegt. Was ich bemerkt habe, ist, dass, also jedenfalls, ich habe ja nicht die gleiche wie ihr, aber der Vorgänger, dass das Bild immer viel blaustichiger und grauer ist und das natürlicher. Ja, das haben jedenfalls die Zuschauer alle bei mir geschrieben und deswegen soll ich unbedingt mit der weiter vloggen. Ich kenne euch aus. Vloggen. Ja. Kannst du die noch zurückschicken, wenn sie dir nicht gefällt irgendwie? Nicht mehr lang. Das ist so skurril. Ich wünschte, wir hätten eine dritte Kamera, die filmt, was wir gerade tun. Eine dritte Kamera, das würde das so viel weniger skurril machen. So, was war ich überhaupt gerade? Mein Bruder denkt sich nur, wo bin ich hier gelandet im Irrenhaus. Ihr beide, ihr dreht jetzt ein Video, nicht? Ich weiß nicht, wo ihr nicht gucken soll. Ich auch nicht. Ich guck einfach bei mir rein. Oh, nicht. Okay, so. Und wir, ich bin auf was getreten. Schulsachen getreten. Hier wird gleich ein Back-to-School-Video gedreht und ich bin drauf getrampelt. Aber es ist nicht meine Schuld, warum liegt ihr das auch auf dem Boden? Weil wir zu blöd waren, es anders zu organisieren. Wirklich jetzt zu blöd. Wortwörtlich. Und ich muss an der Stelle noch sagen, ich habe nichts gegen dein Bier. Okay. Ich finde das voll in Ordnung. Ich finde das auch in Ordnung, bei um 17.32 Uhr bei 34 Grad kann man das ruhig mal machen. Ja. Weil eins fällt ja unter Erfrischungsgetränke. Jo. Wie gefällt dir unsere Hängematte? Sehr geil. Also, ich habe eben schon gesagt, ein bisschen hart, aber auf jeden Fall sehr bequem. Ja. Jo. Ich fand die auch geil, muss ich sagen. Aber ich will das Video nicht gelästert. Aber man gewöhnt sich dran. Ich bin am Anfang nur, als ich das erste Mal in die Hängematte reingegangen bin, auf der anderen Seite rausgeflogen. Ja, da habe ich eben auch mitgekämpft. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt langsam an, den Grillscheiß hier rauszuholen, weil bis das Ganze läuft, dauert das ja auch immer. Und die beiden drehen jetzt. Und mein Vorhaben ist, wenn wir da aufgebaut haben, sind die fertig und wir können essen. Wie später? Ein halbes Bier dagegen. Ein halbes Bier, wenn du dagegen bist, die fertig sind. Jo. Könntest du recht haben, okay. Wir legen trotzdem los. So. Mittlerweile ist auch endlich das Grillen hier in vollem Gange. Wir haben noch gewartet, bis die beiden fertig gedreht hatten. Hey. Hey. Ja, und das hat länger gedauert als erwartet. Und deshalb grillen wir jetzt erst, aber das ist kein Problem. Das ist nicht so lang. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich gedreht? Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Mit der Organisation 2,5 Stunden, glaube ich. Die Organisation hat allein schon 1,5 Stunden gedauert. Ja, das hat genauso lange gedauert, wie überhaupt das Video zu drehen. Jetzt grillen wir auf jeden Fall. Ui. Komm her! Ja. Ich habe so einen mordsmäßigen Hunger. Ich auch. Ich habe nur gefrühstückt heute. Und eine Energiekugel gegessen, die ich auch mit dem Thermomix gemacht habe. Und so sieht das Ganze hier aus. Das
Wir vloggen nie ein Tschüss, ist uns aufgefallen. Das ist das erste Mal, dass wir ein Tschüss mit euch vloggen. Meine Haare. Es ist so warm, Leute. Es ist so unglaublich warm. Nee, ich hatte gerade einen Zopf und habe gerade aufgemacht. Wollte jetzt nicht aussehen wie so eine Vogelscheuche hier bei euch im Vlog. Du siehst sehr schön aus. Oh, alles gut. Ich gekratzt. Das tut mir leid. Hm. Kein Problem. Warum bist du so klein? Warum bist du so groß? Stell dich mal hin. Wir sind beide winzig. Was? Oh, sorry. Nicht schlimm. So. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm gut nach Hause. Ihr auch. Hast du deine Energiebällchen? Sehr gut. Yes, we have. Hey Leute, es ist der nächste Tag und heute sollen 35 Grad werden, morgen 37 und wir shooten morgen eine Herbstkollektion für einen Kunden. Heißt, ich werde in Herbstklamotten bei 37 Grad draußen sein. Ich denke nur die ganze Zeit daran irgendwie, aber egal. Das wird schon irgendwie. Ich liebe diese Hitze, ja. Ich liebe, dass es warm ist. Und ich finde es auch immer absolut irritierend, wenn Leute sich die ganze Zeit jetzt darüber aufregen, wie heiß es ist, wie heiß es ist. Und wenn es regnet, regen sie sich darüber auf, dass das Wetter schlecht ist. Aber ich finde, dieser Sommer ist irgendwie echt außergewöhnlich. Und unser Rasen tut mir so leid. Guckt mal. Auf jeden Fall, Henrik und ich haben gerade einem Makler ein Angebot gemacht über das Haus, das wir uns gestern früh angeschaut haben. Es war sehr schön, allerdings, es waren halt so ein paar Dinge drin, die wir persönlich halt auf jeden Fall austauschen müssten. Also nicht nur so Geschmackssachen, sondern auch so Geschichten wie, dass der Boden halt ein bisschen abgenutzt war, dass man den auf jeden Fall neu schleifen lassen müsste, eine neue Haustür einbauen, manche Fenster waren nicht isolierverglast und halt so Sachen, von denen ich noch vor einem Jahr absolut keine Ahnung hatte und ja. Weiß nicht, es war so enttäuschend mit dem ersten Haus. Es waren so viele Emotionen, so viel Herzblut und alles. Und dann ist es auf einmal weg und pff. Ich werde gleich noch ein Foto für eine Garnier-Kampagne machen, die ich im Moment habe. Und Hendrik wird in der Zeit zu seinem Bewerbungsgespräch fahren. Und ich freue mich wirklich sehr für ihn, muss ich sagen. Also ich finde es cool, dass er wieder das machen möchte und das auch wirklich durchzieht, obwohl er es nicht machen müsste sozusagen, was er gelernt hat. Ich meine, er hat jetzt ein Jahr lang mit mir zusammengearbeitet und das ist einfach was komplett anderes, als wenn man jetzt in so ein normales Angestelltenverhältnis geht. Ich glaube, ja, es könnte auch schwer sein, weil man hier halt viel, viel mehr so sein eigener Boss ist. Andererseits könnte es auch einfacher sein, weil man so geregelte Arbeitszeiten hat und ich weiß nicht, generell finde ich es aber halt echt gut, dass er sagt, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Ja, ich freue mich einfach für ihn. Ich freue mich echt, dass er diesen Schritt gemacht hat. Ich wollte euch noch was zeigen und zwar, schaut mal, fällt euch was auf? Es ist immer noch ordentlich. Das System funktioniert echt richtig gut. Viel Erfolg. Dankeschön. Wer dich nicht nimmt, ist selber schuld. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon so zu diesem Punkt kommt. Ja, du musst ja eh auch gucken, ob es dir gefällt. Ja, und ich habe noch so viele andere Bewerbungen und Gespräche und Zusagen zu bekommen. Wer hätte das gedacht? Ärztemangel in Deutschland. Scheinbar. Es ist so warm. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben hier eine Aktion mit den Fenstern gestartet. Ja, sie heißt offenes Fenster. Geschlossene Rollos. So sieht das jetzt überall aus. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Mein Bruder behauptet ja, aber wir müssten um 6 Uhr den Wecker stellen und die Fenster wieder zumachen, denn dann wird's wieder wärmer. Verstehe. Morgen passiert aber was richtig Interessantes. Ich habe euch doch von dem Axel-Lasern erzählt. Oh ja, und morgen habe ich meinen ersten Termin. Ja, und ratet mal, wer das filmen darf. Ja, aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit und ich glaube, das könnte auch interessant sein. Also falls euch das irgendwie auch mal interessiert hat, dann werde ich euch berichten. Vielleicht genau. Hilft das dann bei der Entscheidung. Apropos berichten. Ich wollte euch noch erzählen, wie mein Vorstellungsgespräch heute war. Und ich muss sagen, es war sehr positiv. Also ich hatte jetzt noch einige andere Bewerbungen geschrieben und da auch Gespräche. Aber da könnte ich schon die Stelle haben, wenn ich wollte. Und das freut mich natürlich sehr. Die waren auch alle mega sympathisch und ich kann mir das durchaus vorstellen.
fühle mich da wohl, so was ich von einem Gespräch sagen kann. Ja. Voll cool. Ja, sehr nette Leute, wirklich. Total sympathisch, sehr coole Ansichten auch und teilen da so die Ideen. Das finde ich schon echt gut. Schlafen wir? Oh, ich bin so fix und fertig. Und die Hundefrau hat uns heute abgesucht. Ja, das ist natürlich sehr frustrierend. Ich muss sagen, das ist jetzt echt auch, also, ich bin ein bisschen sauer. Suchen Sie gerne weiter und von mir leider doch nicht. War zwar alles sympathisch, aber leider, da Sie keine Erfahrung haben, kriegen Sie keine Antwort von uns. Und das ist so. Es ist halt sehr frustrierend, weil wenn die Tierheime uns keinen Hund geben, weil wir keine Erfahrung haben, und die Züchter uns keinen Hund geben, weil wir keine Erfahrung haben, ja, von wem kriegen wir dann einen Hund, um Erfahrung zu bekommen? Also, das ist schon ein bisschen lächerlich auch. Und ich meine, klar, Erfahrung ist gut, aber was glauben die, was wir damit machen? Oh, Hund, was tue ich damit? In die Mikrowelle. Man wächst erstens an seinen Aufgaben, zweitens, was glauben die denn, was wir mit dem Hund machen? Auf jeden Fall, wir geben nicht auf. Ich habe schon eine neue Züchterin kontaktiert und wir werden unseren Hund kriegen. Davon bin ich überzeugt und ich werde nicht aufgeben. Ich habe nie verstanden, wie Menschen irgendwie übers Internet auf so dubiosen Seiten von so ganz komischen Menschen irgendwie Hunde kaufen konnten. So. Aber die hatten vielleicht auch keine andere Wahl. Es werden einem echt Steine in den Weg gelegt. Ich meine, ich habe es nicht vor, wir werden das nicht machen, aber ja. Wie schwer kann das denn sein? Hallo? Also, es regt mich irgendwie auf. Es ist ja schwerer, als den Thermomix zu bekommen. Und jetzt schlafen wir, weil ich bin sehr müde. Und wenn ich mich jetzt aufrege, schwitze ich nur. Du schwitzt nicht so. Dann schwitze ich eben noch mehr. Also dann, Leute, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Bis morgen zum Achsellaser. Ciao. Bzzip. Was ziehe ich heute an? Heute soll der heißeste Tag ever werden mit 37 Grad. Ich weiß nicht, ob Jeansstoff da so gut ist. Jo, wir sind jetzt in 1,4 Kilometern auch bei dem Arzt. Hi Leute, übrigens. Henrik gerade so, hast du schon gevloggt heute ohne mich? Diese Enttäuschung. Ja. Aber gleich kommt Laura vorbei und wir wollten ein bisschen in die Stadt fahren, einen kleinen Mädelstag machen. Echt, bei dem Wetter wollt ihr shoppen gehen? Hier shoppen ist das Beste, was du bei dem Wetter machen kannst. Da bist du wenigstens in klimatisierten Räumen. Ja, aber du musst draußen von Geschäft zu Geschäft laufen mit Tüten in der Hand und so. Das ist voll anstrengend. Das ist nicht so schlimm. Die Tüten können wir wieder ins Auto tun und Geschäfte liegen dicht beieinander. Das ist wie in Dubai, da verbringen die den Sommer auch in der Mall. Ich bin richtig gespannt, wie das jetzt mit dem Lasern sein wird. Also ich habe keine Angst oder so, aber ja. Ich habe mal gehört, dass das ein bisschen pieksen kann. So, wir sind jetzt gerade angekommen und ausgestiegen. Das ist hier die Sportmühle und es liegt in Hilden, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Wenn ihr aus der Gegend kommt, dann kennt ihr das bestimmt. Okay, und dann gehen wir mal rein, ne? Genau, ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt abläuft. Ich auch. Ich schwitze, Robert. Das ist so ekelhaft. Dö-düm. Ich komme mal auf die Seite. Wir wollten gerade anfangen. Ja, ich wollte gerade filmen, wie du unter den Armen laserblitzt wirst. Ja. Mit so einer funky Brille. Ach, Mann, das Ding ist, man muss ja immer, wenn man halt auch einen kleineren Eingriff halt vornehmen lässt, so ein Wisch nenne ich das immer, unterschreiben von wegen, ich bin nicht schwanger, ich habe nicht das gemacht, ich habe nicht dies gemacht, ich habe nicht das gemacht. Diese Krankheiten und so weiter. Genau. Und normalerweise kann ich das immer unterschreiben und dann los geht's. Aber, also normalerweise, als würde ich jetzt, was weiß ich, was machen. Aber ja, aber wenn man zum Arzt geht, da kann man genau mal ankreuzen, nein. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich keine Ahnung was nicht. Ja, nur war jetzt eine Kontraindikation, wenn man halt in den letzten Wochen Medikamente genommen hat, die einen lichtempfindlicher machen. Und das traf leider zu. Heißt also, das Problem ist, dann können halt so kleine Nebenwirkungen entstehen. Und wenn man dann eben lasert, dann kann es sein, dass sich so kleinere Pigmentflecken bilden und dass die Stellen dunkler werden. Oder und, heller. Oder heller. Und ich so, oh Mann, nö, was machen wir jetzt? Und dann hat er sofort gesagt, also fand ich aber auch eigentlich echt gut, muss ich sagen. Ja. Ich würde es nicht machen. Dann komm lieber, wenn das raus aus deinem Körper ist, wieder. Ja. Und wir sehen uns irgendwie in 2-3 Monaten oder so. Und was dann auch cool ist, wir haben auch nochmal über Bikini-Zone-Lasern gesprochen. dann können wir es auch machen. Nur da kann ich es jetzt auch nicht machen lassen. Erstens natürlich wegen dieser Medikamentgeschichte und zweitens, weil ich da gewachst habe. Und wenn man
ausgewachsen hat, sollte man 3 Monate ungefähr warten, bis halt die Haarwurzeln sich da wieder erneuert haben und so. Sonst kann man nichts lasern. Genau. Also das Thema ist nicht vorbei. Nee. Ihr kriegt noch den vollen Einblick vom Axel Lasern. Aber der Mann, der, also Frank, ich darf ihn duzen, das ist voll cool. Der Frank war voll nett. Frank war sehr nett, ja. Er hat so ein informatives Gespräch geführt, wirklich. Auf eine sehr amüsante Art und Weise. Er war mega lustig, der stand da. Nicht so steif und irgendwas, sondern war echt witzig drauf. Ja, er stand so, ich wusste halt nicht, wie er aussieht. Und er stand da vor dem Eingang und meint, ich spreche gerne Leute auch mal so auf der Straße an. Und dann habe ich halt kapiert, der hat uns schon erwartet, ja. Genau. War ganz lustig. Ah. Das Ding ist nämlich, deswegen funktioniert das übrigens auch nicht bei hellen Haaren, also bei so blonden Haaren. Das hatte mir Kathi nämlich mal erzählt. Man braucht halt immer Kontrast in Form von Farbe eigentlich, von Pigment, also von Melanin in dem Fall. Und ich habe eben dunkle Stoppeln. Schön, dass ich euch jetzt meine Achsel zeige, meine wunderschöne Achsel, die nicht gelasert wurde. Heißt also, je dunkler die Haare, je dunkler die Haare natürlich, desto stärker ist der Kontrast und desto besser kann dieser Laser funktionieren, weil der eben mit Kontrast arbeitet, richtig? Kann man das unterbrechen? Frank hat das besser erklärt. Das Licht braucht die dunklen Pigmente, um nicht reflektiert zu werden. Und deshalb wird das dann sozusagen absorbiert und dort verödet es, denaturiert die Eiweiße in den Zellen von den Haarwurzeln und dann ist das Haar sozusagen nicht mehr lebensfähig und wird ausgestoßen irgendwann. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen frisch gemacht, denn ich fahre jetzt in die Stadt, da treffe ich Laura. Sie wollte eigentlich hierher kommen, aber sie hatte total Probleme mit dem Verkehr und stand im Stau. Irgendwie gab es dann einen Unfall auf ihrer Strecke und ein LKW ist umgekippt und deswegen ist die Autobahn zu uns jetzt gesperrt. Also haben wir gesagt, wir treffen uns einfach direkt in der Stadt. Das hier ist auf jeden Fall mein Outfit. Ich habe so ein Stoffkleid an und so Espadrillas oder wie diese Schuhe heißen. Und meine Handtasche und meine Uhr. Ich trage die echt richtig häufig. So Leute, ich bin jetzt gerade in der Stadt angekommen und habe auch schon Laura getroffen. Hi! Und wir sind uns irgendwie, was wollte ich sagen? Wir sind uns unsicher, welche Highlighter wir nehmen sollen. Ich habe gerade schon 3 Highlighter geswatcht in meinem Gesicht. Und, und kein Mensch erkennt einen Unterschied. Ich nehme gar keinen Highlighter mit, ich nehme nur so einen Under Eye Brightener. Ich habe den schon in Medium to Deep, aber die Farbe ist ein Tacken zu dunkel, aber die wäre allein zu hell, deswegen muss ich jetzt mischen. Und das ist der letzte helle, der da war, deswegen. Oh mein Gott, Leute, wir mussten gerade so lachen. Hauptsache, ich habe wieder 1 Million Teile hier gefunden. Laura sitzt jetzt hier. Ich bin ein bisschen bereit für die Mundschau. Genau. Weil ich bin schon ein bisschen tot, deswegen habe ich keine Motivation mehr gehabt. Ich mache ganz schnell, dann können wir essen gehen. Gut, ja. Ich würde sagen, wir sind mal wieder fündig geworden. Aber wir hatten heute auch so einen 10% Rabatt auf alles, von daher. Ja, also der praktisch Barbara-Tee. Ja, aber ich habe... Und ich habe davon profitiert. So, Schwitzlevel 7 von 10, würde ich sagen. Wir waren gerade Mondfinsternis gucken, aber man hat nichts gesehen. So wie man dich jetzt nicht sieht. Ja, so ungefähr war das mit dem Mond. Total enttäuschend. Ja, aber es war trotzdem irgendwie cool. Wir hatten dann nämlich noch so eine Diskussion über den Mars und wie man den besiedeln könnte und das fand ich ganz spannend. Ja, es gibt Leute, die würden da echt gerne hin, obwohl sie genau wissen, dass sie nie wieder zurückkommen. Ja, wie soll man da die ganze Nahrung hinkriegen? Naja, bevor das jetzt hier ausartet. Wir gehen schlafen. Genau, dachte ich. Sagen wir euch gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bzzz.